Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, ich gehe lieber mal... falsche Taste. Fängt schon mal gut an. Schritt zurück. Weil da vorne ist ein Echsenmensch, der unser Blut will. Wir haben nämlich ja in der letzten, am Ende der letzten Aufnahmesession den pulsierenden Smaragd gefunden. Hi, du hast uns auch gefunden, das ist schön. Dann werden wir dich jetzt mal ein bisschen töten. Oh, dem Hieb hätten wir ausweichen sollen. Naja, gut. Den Doppelschwung, den unterbrechen wir. Doppelschlag, den können wir eher wegstecken. Ja, schwingen ist kein Problem für uns. Doppelschwung, der wird wehtun. Ihm da nämlich. Au. Dem Hieb ausweichen. Du mach mal das weg. Mach mal lieber das. Okay, da ist er tot. Da ist unsere Magier, unsere Heilerin tot. Das könnte jetzt etwas böse werden. Ah, wir kriegen ihn down. Knapp, aber hat gewirkt, yay. Ja, der ist was für Talisa, definitiv. Oh, Heiltränke. Für euch jeweils Brot. Dann eine Heilung. Ein Mana-Trank ist auch schön. Und ich höre es stampfen. Das heißt, einer ist hier auf jeden Fall noch. Hi. Edge Badge. Schwingen. Ja, ist okay. Schwingen so viel du willst. Den Hieb weichen wir aus. Doppelschlag. Doppelschwung. Ich weiß gerade nicht, was schlimmer ist. Der Doppelschlag oder der Doppelschwung? Ach, kontern wir einfach mal irgendwas. Dem Hieb weichen wir aus. Weil wir es können. Ein Bu. Oh, nehmen wir einfach mal mit. Ja, eine Karte habe ich hierfür noch nicht. Das wird hier gewesen sein, wo aufgegangen ist. Ah. Ist jetzt die Frage. Willenskraft Aufmerksamkeit. Willenskraft macht Mana, Mana-Regeneration blocken. Zauberkraft Mana und Expertise. Na, dann nehmt doch mal lieber den hier. Okay, dann sinkt dein Mana. Doch ein Stück. Was ist bei dir? Bei dir sinkt auch das Mana. Nö, geben wir es doch lieber bei ihr. Mehr Mana-Regeneration für sie ist nämlich nicht schlecht. Und ich hoffe, das war's jetzt mit den Echsen. Menschen.
Ja, scheint es gewesen zu sein. Wir sind nämlich wieder hier. Ja, hier haben wir die Trolle getötet. Die haben uns leider nichts sonderlich Nützliches hinterlassen. Ja, hier müsste jetzt aufgegangen sein. Okay, Orks. Die sind nicht so schlimm. Was ist hier? Die Karte. Hey. Okay, hier sind ein paar Orte, die wir noch nicht abgegangen sind. Das heißt, ja, es ist wieder mal Aufdeckzeit. Also ja, gut, das ist klar. Wieso haben wir hier nicht fertig aufgedeckt? Hm. Gut, okay. Das hier sieht auch alles so aus, als ob es fertig wäre. Ach ja, die Streckbank, genau. Also da die Streckbank. Moment mal, kann ich nicht in den Optionen? Ne, nur weniger Gegner. Optionen, Videooptionen. Ne, ich kann leider nirgendwo die Karte transparenter machen. Schade. Wäre nämlich praktisch gewesen, da hätte man wenigstens ein bisschen mehr sehen können. Trotz Karte. Ist ja auch wieder ein bisschen anders als bei Legend of Grimrock. Ach ja, stimmt, hier oben waren die zwei Fallgitter. Ich glaube, die zwei Fallgitter... Ja doch, die haben wir so erreicht, stimmt. Die zwei Fallgitter, das war hier nämlich. Hier war der Rätselraum, wo wir schnell sein mussten. Und hier waren die zwei Fallgitter, genau. Wo wir den Stein runterfallen lassen mussten. So, jetzt ist ja die große Frage, was war hier? Da geht es darum. Also entweder ist hier Knopf, um hier reinzukommen, oder ist es hier irgendwo einer. Na, gucken wir einfach mal. Also hier hoch. Das ist es schon mal nicht. Ah, hier ist er auch, der Knopf. Gut. Das Secret war eher leicht. Oh. Das ist ein Haupthandschwert. Mit mehr Ausweichen, mehr Expertise. Das ist auf jeden Fall besser als sein aktuelles. Na, das wäre das hier jetzt, oder? Mhm. Und dann kriegst du in die zweite Hand eine Waffe. Mhm. Büßt du zwar etwas Rüstung ein, aber du solltest eh nicht so oft angegriffen werden. Gut.
Das heißt, das wäre auch geklärt und wir können nur noch nach da oben zu den Orks. Gehen wir noch mal kurz hier hoch. Ja, das waren die zwei, genau. Also hat sich das jetzt auch geklärt. Und alles andere müssten wir auch schon abgesucht haben, ja. Was war eigentlich mit dem Raum hier? Das sieht nämlich auch noch interessant aus. Achso, das war das hier. Mit den beiden Kraftfeldern. Gut. Okay, dann. Gehen wir mal hier weiter. Das sieht mir noch nicht so geheuer aus. Da sind die Orks. Okay, dann müssen erstmal die Grunzer hier weg. Bevor ich den Trank aufsammeln darf. Die machen zum Glück nicht so viel Schaden, die Jungs. So, bist noch du übrig. Gut, dürfen wir jetzt den Mana-Trank aufheben? Danke. Oh. Was Besseres für Hagrim. Das ist der, den ich tauschen würde. Gerne, bitte. Danke. Ja, machen wir es so. So ist es okay. Gehen mal erst hier lang, bevor wir da reingehen. Die Tür sieht nämlich so aus, als ob sie hinter mir zugehen würde. Hab ich gerade daneben geklickt, hä? Okay, wo bin ich hier? Da ist auf jeden Fall schon mal ein Knopf. Ach, das ist der Weg zurück dann, okay. Ja, das ist schon mal der Weg hier zurück. Und das hier ist ein Teleporter. Ah, der führt mich hierher zurück in die Nexus. Ganz ehrlich, die Feuerschale hier kann ich nutzen. Um alles, was ich nicht brauche, loszuwerden. So, und dann gehen wir mal die Treppe hoch.
Ja, hier sind Level 15 Trolle. Wir sind aber erst gerade mal... welches Level haben wir denn? 14, okay. So, ich wollte hier hin. Das ist nämlich Level 9. Und von Level 9 kommen wir auf Level 1, genau. So, jetzt ist die super tolle Frage. Da will ich hin. Oh, die sind noch alle hier. Das ist gut. Okay, aber wo muss der hier hin? Platziere 4 alte um die Zentralsäule herum und dann platziere die neue im Westen an der äußeren Seite. Ja, Westen ist hier. Das heißt, ich muss die hier platzieren. Ah, gut. Ja. Danke. Ich habe gequicksaved, zum Glück. Ja. Hey, wir sind hier. Also auf Level 8. Da jenseits des Gitters. Ach, Treppe nach oben. Okay, hier kommen Schattenbolzen oder irgendwelche anderen Lederbolzen und die Dinger da scheinen zu drehen oder zu porten. Au. Okay, die tun böse weh. Hier bin ich gerade sicher. Ach, hier bin ich wieder hier. Ach nee, die verfluchen. Au, und die verfluchen gut. Au. Ich soll nicht hier stehen. Ich hab's kapiert. Okay, da muss ich wohl... Oder übel... So durchkommen. Ah, und Port. Okay. Erinnerst du dich an die nutzlose leere Karte? Sie hat einen Nutzen, um es herauszufinden. Lege sie an unten auf die Treppe, die in der Hitze steht. Was ist mit mir? Lege mich zwischen zwei hölzerne Gitter an einem unerreichbaren Ort. Okay. Was? Lege mich zwischen zwei hölzerne Gitter an einem unerreichbaren Ort. Ah, da müssen wir mal gucken, wo das sein könnte.
Okay. Muss mir eigentlich im Sterben keine Sorgen machen. Bei unserem Magier, der überlebt das ja alles. Weil er ist ja immun gegen diese Dinger. Na komm, er wacht wieder zum Leben.